Herzlich willkommen zu Ferrari Racing. Jawolla, jawolla. Wir wollen Teammanöver, Hauptziel, fall nicht mehr als 3 Sekunden zurück, kommt als Erster ins Ziel. Jawoll, ab geht's, Leute. Ah, so. Stay within 3 seconds of the other time. Ab geht's. Nein, nicht die Strecke. Nein, nein, nein. Oh, ich fasse es nicht. Oh, Scheiße. Oh, es kann doch nicht sein, Leute. Nicht die Strecke. Warum denn bloß? Oh, Neustart. Ja. Oh, ich hasse diese Strecke. Echt. Es ist so übelst lang. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Vielleicht hat er dann trotzdem keine Schnitte. Es ist auf jeden Fall mega schwer. Mal gut, dass es so 2 Runden sind und nicht so wie bei dem anderen da 5 oder 6 Runden gewesen waren. Boah. Boah. Oh, abgehoben. Alter. Geht es, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin? Es ist halt einfach nur eine Arsch in eine Wand geschlagen. Die übelste Geschwindigkeit halt, die man hier erreicht mit dem Ding. Das ist so halt alles. Das sind ja jetzt nur schon 260. Also Wahnsinn. Merkt richtig, wenn die Reifen wirklich am Ende sind, also der Grip von den Reifen. Dann hüpft er richtig. Und dieses Hüpfen, das wird dann gleich übertragen in das Lenkrad. Also man merkt das optimal. Rein. Weiter geht's. Was auch einfach heftig ist, ist der, wenn man voll das Gas durchdrückt und auch er am Limit ist, den Stand hat. Also. Also ich komme mir gerade vor, als wenn ich das aktuelle Formel 1 Spiel spiele. Nur, dass man hier einfach nicht so
extrem halt, dass man hier halt richtig das Rutschen hat, so wie es halt. Die erste Verwarnung war ein bisschen abgekürzt haben, aber ist halt eh die letzte Runde. Und ich glaube, so schlecht bin ich gar nicht gefahren. Man muss immer wirklich überlegen, zu der Zeit, Leute, die haben die Hände vom Lenkrad genommen, um zu schalten. Ab geht's. Volle Beschleunigung. Das ist echt heftig. Also, was die Leute wirklich gekämpft haben. Good teamwork out there. Haben wir es geschafft. Ein Glück. Dass ich am Anfang gleich gepatzt habe, das kommt einfach. Man muss sich erstmal wieder an dieses Auto gewöhnen. Und dann geht das eigentlich alles. So, wieder mit dem Formel 1 Wagen. Und da bietet die Qualifikationszeit von 2 Minuten 5 und da bietet die Rekord von 2 Minuten 1. Also 2 Minuten 1 sollten wir schaffen. Mann, Mann, Mann. Naja, halt dich bereit. Ich bin bereiter wie bereit. Wieder 200 auf der Uhr. Ich finde das so krank, Leute. Ich bin ja nachher gespannt, was sie da wirklich für in den aktuellen Jahrgängen, was sie da wirklich für geile Autos reingebaut haben. Ab, ab, ab geht's. Ich glaube, jetzt habe ich hier das Pück-Pück da drin gehabt im Mikro. Ich muss mir unbedingt so einen Schutz dafür kaufen. Ja, meine Festplatten sind immer noch nicht da. So langsam regt es mich auf, wenn ich ganz ehrlich bin. Komm, Baby. Ja, die kann man wirklich mit Vollgas geben. Kann das sein, dass dieser Abschnitt komplett neu ist? Und war da noch eine Haarnadelkurve, wenn ich mich nicht irre? Oh! Boah! Alter Schwede, habe ich gepennt. Alter! Ab geht's. Ja, 2 Minuten 1 haben wir jetzt beim ersten Mal nicht geschafft, aber man hat ja eh 6 Runden Zeit und man ist ja vorhin erst aus der Box gekommen. Voll gegenlenken, weiter marschieren hier. Der hintere Abschnitt ist neu in dem Sinne von der Strecke. Oh, los, komm. Gas jetzt hier. Ja. Ach, voll Beschleunigung. Ja, das hier ist jetzt. Jetzt kommt der neue Abschnitt der Strecke. Jetzt muss ich halt auf die Haarnadelkurve gleich aufpassen.
Nein, nicht drehen. Oh, du blöder Parkpenner. Arschgesicht, ey. Da wollte ich so schön sliden. Mann. Sechs. Weiter geht's. Weiter geht's, komm, ich will jetzt die Strecke schaffen hier. Komm, schneller. Da haben wir die Kurve auf jeden Fall schon mal schneller genommen wie vorher. Ich habe jetzt den vierten mal extra weitergezogen. Weil wenn du den vierten zu früh schaltest, von vierten in den fünften, dann hat er das Problem, dass er auch untertürig wird. Mein Problem ist, dass ich in der Kurve schon wieder viel zu früh Gas gebe. Zu früh geschaltet wieder. Ja, jetzt schaffen wir es aber. 2-1. 1,58. Jawoll. Großartige Rundenzeit. Boah, Leute, ich sag's euch. Was für eine Scheiße, echt. Das Auto ist ultimativ schwer zu fahren. Mama mia, nächste Advent kommt unter den ersten drei ins Ziel, kommt erster ins Ziel. Mama mia, also das hauen wir jetzt in das Video noch mit rein. Boah, ich sag's euch. Warum starten wir nur vom zweiten? Da kann auch keine... Kommt unter den ersten. Wir starten sogar nur als dritter. Das kann ja nicht sein. Wir sind die beste Zeit hier gefahren. Gleich hier zwischendurch, Tschüssikowski, Junge. Ab geht's hier. Jetzt zeigen wir denen erstmal, wo der Hammer sitzt. 5 Runden. Wie das Video knapp 20 Minuten. Naja, egal. Ab geht's. Dieselbe Strecke halt wie vorhin. Wissen wir so, wie wir so fahren müssen. Jetzt Bölte. Alles, was geht hier. Scheiße, ich wollte eigentlich so in die Kurve kommen, dass ich nicht so rutsche. Weiter. 11 Sekunden schon Vorsprung. Was soll ich denn nachher? Soll ich die nachher überholen oder was?
ja, ich würde mal sagen, hier werden wir eindeutig die Leute zeigen, wer hier der Hammer sitzt oder wo hier der Hammer sitzt. Weiter geht's, ja. Vollgas. Das war eigentlich perfekt. Oh. Alter. So, jetzt aber. Ah, jetzt läuft wir über unten schon. Was? Lol. Kommt denn der Strohballen weg? Junge, Junge, Junge. Jetzt sitzen sie uns schon voll im Arsch. Der ganze Vorsprung hin. Es geht ja gut los hier. Voll Idioten, echt? Wenn man jetzt mal die Kurve perfekt kriegt, das ganze Auto ist vorne total zerstört. Na, jetzt immer den Vorsprung wieder rausholen hier. Na, da haben wir fast 180 Grad schief gestanden. 90 Grad so. Fahrer hat sein Getriebe beschädigt. Ja, wir hatten ja letztes Mal einen Krampf schon hinter uns. Mal gucken, mal die nächste Panne kriegen in dem Spiel. Oh Mann, ey. Bleib nur auf der Geraden aufpassen. Oh, ich glaube, ich reagiere bei dem Wagen einfach zu schnell mit meiner Lenkung. Wenn er aus richtig muss ruhiger werden, viel ruhiger. So, weiter geht's. So, ich weiß gar nicht mehr, wo der scheiß Strohballen war. Wir sind schon dran vorbei. Oder hier kam das, glaube ich. Aber richtig einholen tun wir den jetzt auch nicht. Das war... Da war ich zu schnell. Da war ich viel zu schnell. Aber gut abgefangen, finde ich. Gut, gut abgefangen. Parker hat die Box verlassen.
Park hieß ja. Ich habe jetzt gar nicht genau hingeguckt. Oh Mann, ey. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Aber wenn die neueren Autos kommen, dann bin ich echt gespannt. Auf den R40 bin ich gespannt. Das war früher in meiner Jugend wirklich das Traumauto hoch 3. Jeder wollte ein R40 haben. Ob es ein Matchbox-Auto war oder Peng. Jeder wollte das Auto haben. Ja, jetzt holen wir auf. Ich glaube, letzte Runde, da werden wir überrunden. 92. Oh ja, du Parkpenner, Alter. Das sind Nummer 2. Nee. Arschgesicht, Alter. Geh deine Mutter besuchen, ey. Alter, Schneewittchen, ey. Meine Fresse, ey. War wie nervig. So, letzte Runde, Leute. Mamma mia. So, jetzt mal eine saubere Runde noch mal hinkriegen hier. Weiter geht's. Volle Pulle. Also ich muss auch wirklich hier mal sagen, ich bereue das auf gar keinen Fall, dass ich dieses Spiel gekauft habe. Ich habe Forums gelesen, wo sich Leute über dieses Spiel beschweren. Ich weiß nicht, was man sich hier zu beschweren gibt. Also, angeblich soll das mit dem Handling der Autos total scheiße sein. Ich finde, das ist gerade geil bei den alten Autos. Also waren halt früher die Autos. Und nicht, ja, man kann mit 500 durch die Kurven gehen und dies und jenes. Es ist einfach viel realistischer, dieses Spiel. Und das können halt wohl manche Leute nicht ab. Dass man kämpfen muss am Lenkrad. Ja. Also ich empfehle weiterhin dieses Spiel auf jeden Fall. Gut, manche Leute sagen auch zu mir, wie kannst du Metal of Honor spielen? Metal of Honor ist einfach nur ein reines Teamplay-Spiel. Und ja, man muss wirklich sagen, wenn die Leute nicht im Team spielen können, dann sollen sie es lieber lassen. Es ist halt genauso wie ein CSS. CSS ist ein reines Teamplay-Spiel. Wenn das ganze Team nicht zusammenspielt, dann könnt ihr auch nicht gewinnen. Und so ist das halt da auch. Jawohl. Oh, Leute, was für ein Rennen. Oh, ich bin froh. Ich hoffe, dass das nächste Event, der nicht kommt. Wir haben auf jeden Fall beide Bonusziele erreicht. Und das nächste ist wieder so ein Auto. Kommt ein erster ins Ziel und unterbietet den Rundenrekord von 1 Minute 30. Ja, ich sage aber, schaui laui. Bis demnächst bei Ferrari Racing. Jawohl, ciao, ciao.